Okay, hello everyone. Welcome to this afternoon panel discussion on strategies for the transformation of work, degrowth perspective. My name is Melanie Pichler. I work at the Institute of Social Hello, Psychology schönen in Nachmittag. Vienna, ich arbeite am Sozialinstitut in Wien. Und ich werde dieses Panel moderieren heute Nachmittag. Die Frage, wie wir die Arbeit verändern können, ist tatsächlich ins Zentrum der Degrowth-Debatte gerückt. Man könnte sagen, es gibt eben das ganze blühende Repertoire, florierende von Degrowth, also Arbeitszeitverkürzung, Arbeitsteilung, UBI, UBS, alle Infrastrukturen, demokratische Planung. Und wir werden uns auch konzentrieren auf Strategien, wie wir diesen Überwandel wirklich umsetzen können, wie wir ihn erreichen können. Wir haben hier vier Sprecher. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge Sie sie sehen können am Bildschirm. Vielleicht könnten die genannten Personen mal winken. Wir haben Julia Shaw. Sie ist eine Soziologie-Professorin am Boston College in den Vereinigten Staaten. Wir haben Will Strong, Researcher aus Brighton, Co-Direktor über Autonomien im Vereinten Königreich. Und dann haben wir einen Gewerkschafter der österreichischen Gewerkschaft. Ich glaube, es war Julia Schor, Nikolin. Und dann sollten wir auch noch Nikolina Rajkovic haben. Aber es sieht aus, als würde sie nicht bei uns sein heute. Es tut mir leid, ich kann sie nicht sehen im Moment. Aber vielleicht kommt sie in wenigen Momenten. Sie wäre eine Aktivistin für Arbeit und sie forscht an politischer Fragen. Bevor wir starten mit der Diskussion, gibt es noch ein paar Aspekte, die wir weitermachen werden. Es wird zwei Runden von Inputs geben im Panel, bevor wir dann zu den Fragen des Publikums gehen. Es ist für mich immer noch ein bisschen verwirrend, dass es hier Zuhörer gibt, die ich nicht sehen kann. Also wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie diese Fragen bitte in den Chat. Und das können Sie dann machen, während wir eben die Inputs hören oder auch später. Und es wäre schön, wenn Sie auch dazu schreiben, an wen Sie Ihre Frage stellen wollen. Und bitte sind Sie so spezifisch wie möglich. Außer auch kommt, weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich werde versuchen, ausgewogen nach den Geschlechtern vorzugehen, auch wenn das nicht so leicht sein wird. Aber vielleicht kann ich auch das Geschlecht der Fragestellers herausfinden, damit es hier keine Benachteiligung gibt nach Geschlecht. Okay. Dann warten wir nochmal auf Nicolina. Also wir fangen sowieso mit Juliet an. Und daher denke ich, wir können mit der ersten Runde beginnen. Die erste Runde wird über individuelle individuelle Statements sein, die circa 7 Minuten dauern, wie die Arbeit verändert werden muss für eine Degrowth-Gesellschaft. Bitte, Juliet, sie konzentriert sich vor allem auf Arbeitszeit,
reduzieren und die Verbindung von Arbeit und Konsum. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist schön, dass ich hier sein darf. Es ist sehr aufregend, dass ich sehen kann, dass hier so viele Leute an diesen Ideen interessiert sind, an Degrowth und fundamental strukturelle Übergang oder Veränderung unserer Wirtschaften. Ich möchte gerne damit beginnen, indem ich über die Arbeitszeitreduktion und Degrowth im derzeitigen Status eingehe. Denn wir haben natürlich schon seit Jahrzehnten über Arbeitszeitreduktion gesprochen. Und derzeit ist etwas eine unvorhergesehene Situation und das schafft natürlich neue Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch gewisse Gefahren und Herausforderungen, denn manche Leute versuchen uns auf den Weg von Nachhaltigkeit und Vernunft und ökologische Lebensweise bringen. Okay, ich möchte mal zuerst klar machen, dass viele von uns das Gleiche verstehen. Es wird nicht möglich sein, die wohlhabenden Länder in einem rechtzeitig zu dekarbonisieren. Und gleichzeitig die Arbeitszeit reduzieren. Denn eine Transformation des Energiesystems in den meisten Menschen nicht genug, denn da wir nicht einmal die Nachfrage nach Energie bei der Nachfrage der Produktion lösen können. Wie können wir die 8-10% Reduktion von Emissionen, und die Wissenschaft sagt uns, die sind ja derzeit notwendig. Also damit wir mal verstehen, warum es so ist, müssen wir sehen, dass Arbeitszeit, Produktivität und Output in einem Verhältnis steht. In unserer Wirtschaft ist die Produktivität immer durch erhöhte Arbeitsproduktivität quasi in jeder Marktwirtschaft ein wichtiger Parameter. Und da geht es immer darum, ob sie höher oder niedriger ist, die Produktivität. Und künstliche Intelligenz und die Maschinisierung wird diesen Trend natürlich verstärken. Also wie ich schon gesagt habe, die Diskussion geht sehr lange schon, aber sie wird wahrscheinlich auch noch sehr lange dauern. Die Frage ist, was machen wir mit der höheren Produktivität? And there are really only there are two things you can do with it. One is you can produce more output. Frage ist, was können wir tun, um Arbeitszeit zu reduzieren? Über die letzten 150 Jahre an den Marktwirtschaften war das eine zentrale Frage. Wie können wir mehr Produktivität haben? Und für die meisten Länder war es so, dass sie beides gemacht haben. Das heißt, wir haben natürlich einerseits seit 1870 die Arbeitszeit reduziert und die Produktivität erhöht. Und zum Beispiel in meinem Land, in den Vereinigten Staaten, ist es 1970 hat es angefangen, dass wir begonnen haben, über Arbeitszeitreduktion zu sprechen. Wir waren da ran den anderen Industrienationen. Aber wenn man jetzt weder Outcome oder Leute Stunden reduziert, dann gibt es natürlich auch Arbeitslosigkeit. Es ist also eine Frage, welche dieser Wege wollen wir gehen? Oder gibt es eine Mischung zwischen Output-Erhöhung und Arbeitslosigkeit oder Arbeitszeitverkürzung? Wenn man Degrowth erreichen will oder sogar zumindest nur eine stabile Wirtschaft, wo der Output nicht größer wird, dann muss man die Arbeitszeit reduzieren. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es kann natürlich in mehr Dienstleistungen seitens der Regierungen gehen. Selbst wenn man sich aufspart, dann wird die Nachfrage zurückgehen. Also Arbeitszeitreduktion ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung für jede Art von Degrowth. Und die Frage ist das absichtlich oder passiert es unabsichtlich dann mit den Arbeitslosenzahlen?
derzeit jetzt, wenn wir die Notwendigkeit verstehen, warum Arbeitszeitverkürzung notwendig ist, dann können wir fragen, was passiert derzeit? Und wie denken die Vertreter darüber? Wir können natürlich unterstreichen die Degrowth Vision und die Hauptpunkte davon. Erstens, was wir derzeit erfahren oder durchmachen, indem die Wirtschaft zugesperrt wurde über die letzten Monate und diesen Shutdown. Wir können unsere Wirtschaften verändern, dass wir uns wirklich fokussieren auf die Grundbedürfnisse, also Unterkunft, Essen, ein Bildungssystem. Und das passiert derzeit gerade überall. Also, manche Sachen haben enorm zugenommen und das passt natürlich gut zu Degrowth. Und zusätzlich gab es mehr Freizeit für die Leute und dann konnten sie sich eben in Aktivitäten engagieren, die nicht viel Geld gebraucht haben. Also wir haben gesehen, dass wenn es notwendig ist, können es wir es mal tun. Was wir aber nicht tun können, ist, dass es so weitergeht und trotzdem, dass wir die maximale Arbeitszeit ausnutzen, die Leute arbeiten können. Ein anderer Schlüsselfaktor ist, dass wir der ist sehr pragmatisch, denn wenn die Wirtschaftsgesellschaften jetzt wieder rauskommen aus dem Lockdown, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass viele der reicheren Länder im globalen Norden eine Art von Rezession durchmachen werden. Es ist die Nachfrage in ganz vielen Sektoren ganz stark zurückgegangen, egal ob das der Dienstleistungssektor war, Reise, Unterhaltung, also ganz viel Konsum hat abgenommen. Und ich denke, dass auch die Unsicherheit in der niedrigen Einkommen dazu führen, dass auch weniger gebaut wird. So wie auch immer wir aus dieser Periode mit dem sehr geringen Nachfrage herauskommen, haben wir gleichzeitig einen Rückgang an fossilen Energien. Und jetzt können wir darüber nachdenken, wie wird normalerweise geantwortet, wenn es wenig Nachfrage gibt. Eine Antwort ist, indem wir die Kaufkraft stärken, damit die Leute eben mehr konsumieren. Das wird derzeit nicht sehr effektiv sein und das wollen wir natürlich auch nicht unterstützen. Und die andere Richtung wäre, dass wir einen anderen Pfad einschlagen und das wäre zu teilen, das Sharing. Wenn wir in einer Position sind, wo nicht genügend Arbeit für alle da ist, dann müssen wir die Arbeit gerecht aufteilen. Und wenn wir die große Rezession 2008 anschauen, da hat Europa viel mehr getan als Amerika, die USA, damit das, also wir haben viel mehr aufgeteilt. Und die Prinzipien der Solidarität müssen im Zentrum dieser Reaktion stehen. Also die Teilung, Arbeitsteilung ist eines der Hauptmittel. Unterstützung beim Inkommen und der Arbeitsteilung, das wird natürlich viel leichter durchführbar, wenn es so geringe Nachfrage gibt. Und der nächste Punkt ist, dass wir unser Programm im Kontext von Covid-19 und Sicherheit sehen müssen. Was heißt das? Zum Beispiel am Arbeitsplatz, in den Fabriken und Büros sollten weniger Leute anwesend sein. Daher sollten wir ehrgeizige Ideen verfolgen, wie wir die Stunden reduzieren können, um die Leute auch in Sicherheit zu halten. Dass wir nicht nur mit der üblichen Sprache der letzten Jahrzehnte sozusagen versuchen einzufangen und dass wir eben über Nachhaltigkeit reden, was wir für die Umwelt tun müssen oder nachhaltiger leben, sondern wirklich wichtig wäre es derzeit, dass wir Virus, Sicherheit und öffentliches Gesundheitssystem in unsere Diskussion einbeziehen, denn der öffentliche Gesundheitsdiskurs führt uns in die gleiche Richtung wie eben all die anderen. Und ich weiß nicht, ob ich noch länger sprechen darf.
I'm okay. So I'm gonna also wenn ich noch Zeit habe, dann möchte ich ein paar Ideen vorstellen. Also wir können dann noch bei der Strategierunde mehr darüber sprechen, aber die erste Idee ist es, ist sehr interessant, diese Idee wurde vorgeschlagen und umgesetzt in Dänemark. Und da geht es 4 Tage arbeiten, 10 Tage frei. As we go back to in-person man kann natürlich auch auf, an Arbeitsplätzen oder Schulen zu reduzieren. Also auch dort sind die Leute 4 Tage anwesend, 2 Wochenende und die Woche dazwischen, wo sie nicht anwesend sind. Und für viele Arbeiter würde dies bedeuten, 4 Tage arbeiten, 10 Tage ohne Arbeit. Für Leute, die am Bildschirm arbeiten, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, dies durchzusetzen. In österreichischen Schulen gibt es so etwas Ähnliches wie diese 5 Tage gegen zu 9 Tage. Das ist eine Strategie, die natürlich die uns dann zeigen wird, man die Zeit, in der der Virus ansteckend ist, ob man ihn trotzdem kontrollieren kann. Was bedeutet das für die Reduktion von Emissionen an manchen Leuten? Also, Entschuldigung, nicht Transmission, also der Ansteckung. Dann bei Leuten, die unter einem geringen Einkommen sind, muss man das stark. Also dann ein paar bekommen 80% des Gehalts und ein paar ein bisschen weniger, die mehr verdienen. Und solche, die zu Hause arbeiten, da gibt es angepasste Gehaltsschemen. Aber der Punkt ist natürlich, dass wir nicht zu 100% dort bleiben, wo alle anderen sind. Und der Schlüsselfaktor hier ist, was ich über die Jahre gesehen habe, wie sich Leute verhalten oder wie bei der Einstellung zur Arbeitszeitrekürzung ist, dass dieser Schritt hin zur 4-Tages-Woche ein wichtiger ist. Das funktioniert nur symmetrisch. Bald die Leute das einmal ausprobiert haben, wollen sie nicht mehr zurückgehen zur 5-Tage-Woche. Und wir können das derzeit gut argumentieren aus gesundheitlichen Gründen und langsam könnte es ein neues Muster entwickeln und von dem könnten wir dann aufbauen, damit wir zu einem adäquaten Arbeitsausmaß kommen, das gleichzeitig zur Reduktion der Kohlenstoffe führt, CO2-Emissionen. Und dann könnten wir vielleicht langfristig auf 3 Tage gehen. Das ist ein sehr wichtiger Stoff. Ich denke, es ist Zeit für mich, also ich höre hier jetzt mal auf und ich freue mich darauf, andere Strategien zu hören. Vielen Dank, Julia. Jetzt möchte ich das Wort an Will geben und bei ihm geht es zwischen dem bedingungslosen Grundeinkommen. Okay, thank you. I'll try and keep this. Ich werde versuchen, auch in meiner Zeit zu halten. Vielen Dank. Das ist die erste Degrowth-Konferenz, bei der ich spreche. Ich möchte auf dem Aufbau, was Julia gesagt hat, ich denke, wir haben derzeit eine Chance. So etwas gab es seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht da. Die Frage ist, was schätzen wir jetzt? Die Covid-Krise ist sozusagen die Vorkrise vor der Klimakrise. Und jetzt müssen wir überlegen, wie die Wirtschaft hier agieren soll. Wahrscheinlich ist es nicht Finanzdienstleistungen. Wahrscheinlich sind es keine Dienstleistungen, die sehr CO2-intensiv sind. Also diese ganze Diskussion über Degrowth, die zur selben Zeit passiert wie Covid, ist sehr vorteilhaft und nützlich. Also die universellen Grundservices und das universelle Grundeinkommen, da geht es um Dekommodifikationen, die ergänzen das, was Julia gesagt hat, dass wir eine Reduktion der Arbeitszeit brauchen. Aber vor allem bei der Arbeitsreduktion ist die nächste Frage, was tun wir, wenn wir nicht arbeiten? Wir haben neue Freizeit und vielleicht können wir dann über eine Strategie sprechen.
universellen Grunddienstleistungen, Services geht es natürlich darum, die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern. Und die Frage ist, ob das der Staat übernimmt oder ob das kleinere Strukturen übernehmen. Aber die Möglichkeit für Degrowth und die Klimadebatte hier ist, welche Dienstleistungen über Bildung und Gesundheitswesen und Wohlfahrt und so weiter, welche dieser Dienstleistungen könnten Grunddienstleistungen werden, also die der Marktlogik nicht mehr folgen. Welche können wir helfen zu erleichtern, dass sie, und wie können wir es schaffen, dass wir zu einer nicht CO2-intensiven Wirtschaft kommen? Und dann das ein Teil davon ist, dass wir grüne Jobs, Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, die Wirtschaft muss grüner werden. Man kann natürlich Gemeinschaftsgärten haben, mehr grüne Plätze. Und auf jeden Fall Arbeitsplätze, die eben nicht carbonintensiv sind, CO2-intensiv sind. Also die Diskussion mit den grünen Arbeitsplätzen schwingt zwischen diesen zwei Punkten hin und her. Und die Frage der Pflege ist auch so ein wichtiges Thema, denn unsere Bevölkerungen altern. Also meine Forschung hat natürlich, welche Pflegeservices haben wir? Sind die gut genug bezahlt? Wie können sie, also dieser Sektor wird einer der größten Dienstgeber werden der Wirtschaft, als Part, als für ein neues Basis-Service, Dienstleistung. Ja, und dann die grünen Infrastrukturen, wie zum Beispiel die Strukturen, die wir teilen können, welche Infrastruktur brauchen wir? Und Julia hat das eben auch sehr gut gesagt. Ich weiß, jeder kann eben nur von seinem Land reden, ich kann nur über England reden oder der UK, United Kingdom. Die Frage ist halt, ja, wie ist der Kreislauf zwischen Arbeit und Konsum? Wenn wir nicht arbeiten, wie können wir konsumieren? Und wie können wir hier die Dynamik verschieben? Wie gibt es eine grünere und less CO2-intensive Infrastruktur? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir jetzt stellen müssen. Und ich gehe jetzt zum Grundeinkommen. Eine Gesellschaft, die weniger konsumiert, braucht aber trotzdem eine gewisse Sicherheit. Die meisten von uns haben ja dienstleistungsbasierte Wirtschaften. Es geht jetzt nicht nur darum, ob es freie Busse oder öffentliche Verkehrsmittel gehen und ein Minimum-Einkommen, ein Grundeinkommen. Das eben so wichtig ist für den Degrowth. Es ist vor allem aus zwei Gründen wichtig. Wir müssen den Leuten die Wahl geben. Leute, die eben bei der CO2-intensiven Industrie arbeiten, die mögen ihren Job nicht, weil es CO2-intensiv ist, sondern weil sie eben nette Mitarbeiter haben oder einen guten Arbeitsplatz oder die Beschäftigung interessant ist. Jetzt brauchen wir also Einkommensgarantien, damit wir diesen Leuten helfen können. Und zwar geht es nicht nur darum, dass wir eben die Freizeit finanzieren, sondern ihnen die wirtschaftliche Chance geben, dass sie eben frei wählen können, in welchem Job sie arbeiten wollen. Die zweite Rolle ist eben der wirtschaftliche Unruhe. Wenn Covid die erste war, dann gibt es andere Krisen. Es kann sein, dass wieder eine Pandemie kommt oder dass eine Arbeitslosenkrise kommt oder dass es die Klimakrise ist. Also wir sollten Politiken finden, die universell sind. Egal, ob es jetzt ein Grundeinkommen ist oder Grundversorgung, je widerstandsfähiger unsere Gesellschaft ist, umso besser wird sie diesen handeln können, und daher glaube ich, dass eben ein garantiertes Grundeinkommen so wichtig ist. Es ist kein Zufall, warum Regierungen wie Spanien oder so derzeit das bedingungslose Grundeinkommen einführen, denn sie haben erkannt, und das ist ein Zeichen der Covid-Crisis, das ist ja keine Krise der wirklichen Wirtschaft. Es ist nicht ein Wirtschaftszusammenbruch, es ging nicht um Hypotheken, sondern diese Krise trifft alle, Leute, die arbeiten, Leute, die keinen Job haben. Und das heißt, wir müssen eine wirtschaftliche Sicherheit geben. Es geht nicht nur ums Wohlfahrtssystem. Also die Covid-Crisis ist nur der Vorläufer der Umweltkrise, die schon vor der Tür steht.
Und wir müssen eben versuchen, Einkommen zu trennen von Arbeit. That can help us transition across industries. Und wie Julia gesagt hat, hier müsste man eben mehr aufteilen und fairer aufteilen. Man muss eben die Arbeitszeit und die Freizeit besser einteilen. Die Leute müssen es sich leisten können, weniger zu arbeiten, obwohl sie natürlich nicht 100% des Grundeinkommens bekommen werden, ihres aktuellen. Also in den nächste, also der nächste Schritt wird dann sein, dass die Klimakrise kommt und ich glaube, es ist kein Zufall, dass diese Konferenz jetzt passiert. Also die Covid-Krise hat eben allen gezeigt, dass wir versuchen müssen, umzudenken und wie wir das in der Zukunft organisieren werden für arbeitende und nicht arbeitende Bevölkerungen. Also ich rede mich in einen Strudel, ich höre jetzt hier auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you very much. Danke, dass du auch auf das Zeitlimit geschaut hast. Jetzt übergebe ich das Wort an Anna. Die wird eine Perspektive der Gewerkschaften geben zu Degrowth. Anna, bitte. Thank you. Hello to the audience. I'm very pleased to be here. Thank you for the invitation. Trade unions and degrowth is a bit complicated, I would say. And let me explain you why. The question was the transformation of work. And for the transformation of work, our opinion is that workers are important to include, to ask, and to take into consideration that there is a struggling on a company level, on a workplace level, that is not really included or to a very small extent included into all the theoretical work that is done. Okay, es gibt technische Schwierigkeiten bei der Kollegin, ich übernehme. So, was what we face, wir sehen, wenn wir über Degrowth sprechen, ist die Gewerkschaften, wir sind freiwillige Organisationen. Unsere Mitglieder sind freiwillig dabei und sie haben eine große Erwartung. Eine Grunderwartung an die Gewerkschaft ist, dass ihre Arbeitsplätze gesichert werden. Also in der Vergangenheit gab es hier große gesellschaftliche Verschiebungen, und zwar meist durch technische Entwicklungen bedingt. Und da bin ich mir auch mit Julia einer Meinung. Aber vieles davon ist entweder durch Regulierungen oder durch technische Erfindungen ausgelöst worden. Und das haben die Leute sehr kritisch gesehen. Daher ist unser Punkt, dass wir normalerweise auf Level der Unternehmen arbeiten, mit jenen Leuten, die Angst haben. Und zwar, ob es eben um die Reduktion der Arbeitszeit geht oder ob es die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen geht. Wir müssen daran denken, dass die Leute sehr skeptisch sind bezüglich dieser Transformation. Und die Gewerkschaften, da gibt es ein paar Antworten, die noch fehlen, und ich hoffe, dass wir gemeinsam Antworten entwickeln können innerhalb der nächsten Monate. Das gemeinsame Verhandeln, zumindest in Österreich, heißt, dass eine Zunahme an Produktivität stattfindet, die dann geteilt wird. Die ganze Geschichte ist also darum, den Kuchen größer zu machen, damit der Anteil am Kuchen, der an die Arbeiter gegeben wird, auch größer wird. So, das ist eigentlich die Grundidee des gemeinsamen Verhandelns. Also, wenn wir jetzt den Kuchen verkleinern, oder argumentieren, dass der Kuchen nicht gar nicht mehr wachsen muss, dann haben wir ein Problem mit den Tarifverhandlungen. Da geht es quasi um die Basis. Und sogar wenn wir über die Reduktion der Arbeitszeit sprechen, dann ist es normalerweise die Wahl zwischen Geld bekommen oder
oder weniger Arbeitsstunden zu haben. Also wenn wir die Arbeitszeit reduzieren, selbst dann müsste eigentlich der Kuchen wachsen, um es simpel darzustellen. Und das ist etwas, das wir nicht verstehen. Wir sind wahrscheinlich derzeit noch nicht die Experten bei der Degrowth-Theorie. Diese Frage muss beantwortet werden. Derzeit haben wir noch keine Antwort. Produktivität ist im Moment die Basis, der Basisindikator für die Zunahme der Produktivität ist eben im Moment die Grundlage für die Zunahme des Kuchen. Das wird derzeit positiv gesehen. Ich wäre sehr interessiert, über diesen Punkt ein bisschen mehr zu sprechen. Und soweit ich es verstanden habe, gibt es einen kritischen Punkt bezüglich der technologischen Verbesserungen, denn die Degrowth sieht die Technologie und die Verbesserung ein bisschen besser und bei den Gewerkschaften ist das gar nicht so normalerweise, denn es gibt natürlich technische Verbesserungen, die natürlich nicht gut sind, aber es gibt sehr viele, die uns sehr helfen und sehr vorteilhaft sind. Also derzeit sind viele Prozesse elektrifiziert oder automatisiert und das ist sehr gut für die Umwelt. Aber es wäre nicht gut, wenn es keine technischen Verbesserungen gäbe. Es gibt also Fragen, mit diesen Fragen brauchen wir eben Antworten und das auf der Ebene der Arbeiterschicht. Die Gewerkschaft ist natürlich auch verantwortlich für den Transportbereich und der Zunahme an Transport ist ein Problem aus ökologischen Gründen. Das ist der Punkt, wo wir uns treffen, denn was wir sehen ist, dass die Zunahme von Transport erstmal am falschen Transportmittel liegt. So, der Schienentransport ist leider im Nachteil im Vergleich zu den LKWs auf den Straßen. LKWs nehmen immer mehr zu und das ist auch der Sektor, wo die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden. Soweit wir das wissen, gibt es einen hohen Zusammenhang zwischen der Zunahme von Umweltproblematiken und gleichzeitig der Abnahme von Arbeitsbedingungen, von entweder Arbeiterrechte oder der Einkommenssituation. Es ist das Gleiche bei der Luftfahrt zum Beispiel. Bei den Luftlinien. Ich glaube, da gibt es Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Themen verbinden können. Wir glauben, dass eine wichtige Sache ist, zu verstehen, wie die Märkte funktionieren, nämlich aus ökologischer Hinsicht und auch was die Menschenrechte betrifft. Und so viel einmal zu meinem ersten Statement. Ich möchte mich auf die Strategien konzentrieren, weil ich glaube, dass wir hier viel gemeinsam haben und darauf sollten wir uns konzentrieren, dass wir wirklich etwas umsetzen können und nicht nur darüber reden. Thank you very much, Anna. Danke, Anna. We will proceed with Nicolina. Wir machen weiter mit Nicolina, die jetzt bei uns ist. Das ist fein, sie hat es geschafft. Nicolina konzentriert sich auf demokratische Planung im öffentlichen Sektor und Arbeitermanmanagement. Bitte schön. Vielen Dank für die Einladung. In der Diskussion über den Wandel weg von der kohlenstoffbasierten Wirtschaft hat uns die Gesundheitskrise gezeigt auf der ganzen Welt, was wir für Lektionen aus den Arbeiterbewegungen
im vorigen Jahrhundert lernen konnten. Ich glaube, dass in der Pandemie verschiedenen Szenarien von Degrowth sich schon gezeigt haben. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Auf der einen Seite konnten wir sehen, wie schnell sich unser Leben verändern kann, indem wir weniger konsumieren und mehr gemeinsam Zeit verbringen. Wir haben zum ersten Mal saubere Luft wieder gesehen, weil viel weniger Verkehr in der Luft und auf der Straße war. Es waren auf einmal keine Touristen mehr unterwegs und die einheimischen Kinder konnten dort Fußball spielen, zum Beispiel in meiner Heimat. Aber wir haben auch gesehen, dass die Staaten durchaus in der Lage sind, auf eine Krise wirklich wirkungsvoll zu reagieren und von der Marktwirtschaft und vom Tourismus weg, sich zu konzentrieren auf die systemrelevanten Bedürfnisse. Das sind jetzt die, in Frankreich wurden zum Beispiel die Züge als mobile Krankenhäuser verwendet. Wir haben auch mehr Solidarität und mehr solidarische Gruppen auf lokaler Ebene gesehen. Wir haben die sozialen Medien genutzt, damit sie bessere Arbeitsbedingungen und Gesundheitsversorgung versorgen. Und neben diesen Szenarien haben wir gesehen, dass viele Angestellte in der Mittelschicht vor allem von zu Hause aus arbeiten konnten. Und wir haben einen Unterschied zwischen jenen gesehen und die ihre Arbeit verloren haben oder die weniger verdienen, weil sie nicht zur Arbeit gehen konnten. Also die Last der Krise war ungleich verteilt über die Klassen, die Rassen und die Geschlechter. Die, die jeden Tag ihr Leben riskiert haben, sind ihr Arbeiter und Arbeiterinnen im öffentlichen Sektor, im öffentlichen Verkehr, im Vertrieb, in den Supermärkten, in der sogenannten Gig-Economy. Diese Personen wurden jetzt auf einmal als systemrelevant erkannt und sie waren jetzt essentiell für unser Leben. Yeah, so these workers certainly didn't have a possibility to romanticize quarantine. Diese Personen konnten die Quarantäne nicht genießen und manche standen vor der Wahl, entweder arbeitslos zu werden oder zu geringen Löhnen zu arbeiten. In manchen Fällen haben wir die politische Ökonomie, wie die Pandemie funktioniert, haben wir gesehen, dass die Eltern nicht nur zu Hause arbeiten mussten, sondern auch die Rolle von Lehrern übernehmen. Es gab hier eine Forschung über das Leben während der Corona-Krise und das hat gezeigt, dass mehr als ein Fünftel der Befragten gesagt hatten, dass sie große Einschränkungen in ihrer normalen Arbeit erleben. Andere Forschungen haben auch ein düsteres Bild von der politischen Vertretung in der Wirtschaft gezeigt. Die Menschen haben wenig Vertrauen in die EU und in ihre nationalen Regierungen. Vor allem die Pro-EU-Mitgliedstaaten, Frankreich, Spanien und so weiter, haben grundlegende Fragen gestellt. Und ein Viertel der Befragten haben gesagt, dass sie ein Viertel entweder verloren haben oder die Arbeitszeit reduziert wurden. In Italien, Frankreich, Zypern, Griechenland wurde die Arbeitszeit stark reduziert, aber nicht in den nordischen Ländern. Die EU hat es hier nicht geschafft, die menschlichen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Habe ich noch Zeit? Okay.
Ich möchte jetzt zu den Strategien kommen. Die offensichtlichen Strategien für die Transformation unseres Lebens und unserer Arbeit, glaube ich, dass wir gegen die Massenarbeitslosigkeit kämpfen müssen in den nächsten Jahren. Und das ist eine Voraussetzung für andere Strategien in Richtung einer utopischen Postlohngesellschaft. Was brauchen wir jetzt? Es ist eine Ausweitung der Rechte von Arbeitern. Viele Vortragende haben schon gesagt, dass eine der wichtigsten kollektiven Antworten ist die Entkommunifizierung der Arbeit. Das heißt, wir müssen die Rechte ausweiten, dass alle Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen haben. Und das hängt auch damit zu tun, dass man einfach ein Mitglied der Gesellschaft ist und sollte einkommensunabhängig sein. Wir brauchen eine hohe Qualität der öffentlichen Dienstleistungen. Wir müssen die Rechte der Arbeiter und der Nutzer an der Beteiligung an den Entscheidungsfindungsprozessen ausweiten. Warum der öffentliche Sektor so wichtig ist, ist, weil die Arbeiter das Recht haben, sich gewerkschaftlich zu organisieren und große Kampagnen zu organisieren. Das betrifft auch den reproduktiven Sektor, der für die Gesellschaft so wichtig ist. Will hat bereits die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens erwähnt. Das ist als Teil der Reform für öffentliche Politik notwendig. Wir brauchen auch eine progressive Besteuerung und dürfen die fossilen Brennstoffe nicht mehr subventionieren. In Australien haben wir gesehen, dass die Regierung 30 Milliarden Dollar an Subventionen für die Kohle-, Öl- und Gasindustrie bereitstellt. Das ist viel mehr als die australische Regierung für die Betroffenen der Corona-Krise ausgegeben hat oder im Kampf gegen die großen Brände zu Beginn des Jahres. Die Tatsache, dass wir arbeiten und weniger konsumieren, ist eine Strategie für die Dekarbonisierung der Gesellschaft, die viele Linke sich das wünschen würden. Wir brauchen große Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, die die Städte wieder reparieren nach der Corona-Krise. Das wäre ein ausgewogener Green New Deal. Aber es stellt sich die Frage, wie weit wird diesen Wandel von der Industrie der fossilen Brennstoffe weg akzeptieren können? Das hier sind sehr viele Arbeitsplätze gebunden. Und abschließend, ich glaube, die Transformation des Eigentums ist wichtig für nachhaltige Arbeitsplätze und die Managementmodelle werden eine wichtige Rolle spielen, also dass man Mitarbeiter und Eigentümer gleichzeitig ist. Die Autonomie der Arbeiterkraft sollte nicht nur ein praktisches Instrument für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit sein, sondern auch für soziale und ökologische Bewegungen sein. Wir brauchen auch Solidaritätsnetzwerke in unseren Gemeinden und müssen uns dann aber auch mit der politischen Ebene vernetzen, das können wir vielleicht später dann bei den Strategien weiter diskutieren. Thank you very much, vielen Dank, Nicolina. So we gonna have a second round. Wir werden jetzt eine zweite Runde machen und es sind bereits sehr viele Fragen hereingekommen. Ich möchte nur dem Publikum sagen, es ist wunderbar, dass ihr so viele Fragen stellt. Das sind wirklich gute Fragen. Gleichzeitig können wir aber nicht alle beantworten. Aber ich werde ein paar heraussuchen, die wir jetzt in der zweiten Runde versuchen zu beantworten. Haben wir zumindest die Möglichkeit, einige beantworten. Wir machen jetzt weiter mit Juliet, der zweiten Runde.
Welche Strategien gibt es für die Arbeitszeitverkürzung? Und du hast gesagt, du arbeitest schon jahrzehntelang an diesem Thema, das ist also keine neue These, aber das Problem ist offensichtlich oder ganz klar die Umsetzung. Also, was meinst du dazu? Was müssen wir jetzt tun? Und möchte auch eine Frage weitergeben. Ich glaube, das ist wichtig auch für die Arbeitszeitverkürzung, weil das betrifft vor allem Länder im globalen Norden, aber in den formellen Branchen. Aber was würde das auch für informelle Branchen bedeuten? Ich werde gleich die Frage beantworten, aber es gibt noch ein Thema, das sich durch die Fragen und Kommentare zieht, das ich ansprechen möchte, und das bezieht sich vor allem auf Annas Vortrag, und das ist das Thema der Produktivität. Es gibt natürlich eine Richtung in der Degrowth-Bewegung, dass man, die sagen, dass man versuchen soll, die Produktivität nicht zu erhöhen, das führt zu mehr Arbeitslosigkeit und das ist schlecht. Das ist etwas, wogegen wir auch sind, aber ich möchte mich gegen diese Perspektive aussprechen, denn wenn die Degrowth-Bewegung für weniger Wirtschaftsleistung argumentiert und weniger effiziente und smartere Möglichkeiten, dann wird es schwer sein, den Menschen etwas anzubieten, das sich besser anfühlt, als was sie bereits haben. Wir brauchen eine positive Version von einer Gesellschaft, in denen es den Menschen besser geht. Und vielleicht würden wir uns wünschen, dass es den Menschen egal ist, was sie konsumieren, dass die Menschen glücklich wären mit weniger materiellen Dingen. Aber ich glaube, das ist nicht machbar. Und ich glaube, Anna hat das wirklich angesprochen. Die Menschen möchten Verbesserungen, sie möchten Fortschritt, unter Anführungszeichen. Und ich glaube, das ermöglicht Produktivität. Das ermöglicht den Menschen, wenn sie mit einer bestimmten Produktion, also bestimmte Produktion mit weniger Arbeit erreichen können. Dann müssen wir die materiellen Folgen bearbeiten, den materiellen Durchsatz und auch die fossilen Brennstoffe. Und wir müssen radikal das entmaterialisieren, weg vom Kohlenstoff uns bewegen, aber ich glaube, die Verwendung von künstlicher Intelligenz und schneller die Arbeit zu machen, ich glaube, das ergibt nicht so viel Sinn. Was wirklich entscheidend ist, ist, wir möchten hohe Produktivität, die viele Ressourcen frei macht, sowohl menschliche als auch materielle Ressourcen. Und vor allem unter Bedingungen. Und hier spielt jetzt die Ungleichheit hinein, wenn das Produktivitätswachstum auf ungerechte Weise benutzt wird, dann wird das ein richtiges Problem. Und alle drei Vortragende haben das jetzt angesprochen, vor allem Nicolina auch. Wenn wir dieses Eigentumsthema ins Zentrum stellen, dann wird Produktivität ein positives Instrument. Ich möchte etwas über den globalen Süden noch sagen und dann komme ich zur Strategie und zu meiner zweiten strategischen Ausrichtung sagen. Ich glaube, die Arbeitszeitverkürzung ist eine tragfähige Strategie für den globalen Süden. Dort gibt es sehr viele Menschen, die zu wenig zu tun haben,
im informellen Sektor arbeiten. Was man dort tun muss, ist, man braucht eine große Energiewende, eine viel gerechtere Volkswirtschaften, die sich stärker auf wirtschaftliche Sicherheit konzentrieren, auf ökologische Wiederherstellung und so weiter. Man muss wirklich Vorbereitung auf die Apokalypse hat schon begonnen. Und in reichen Ländern wird sehr viel Geld in den Kampf gegen die Klimakrise in diesen Ländern gesteckt. Aber die Arbeitszeitverkürzung macht sehr viel mehr Sinn für reiche Länder, und wo sehr viele Stunden gearbeitet wird, und nicht in Ländern, wo sehr viele Menschen arbeitslos sind. Also ich habe das immer als Strategie für den globalen Norden hingestellt. Wir sollen darüber sprechen, wer die wichtigsten Akteure sind und welche strategischen Visionen wir haben. Eines habe ich schon gesagt, ich glaube, Produktivitätswachstum ist ein wichtiger Teil einer strategischen Vision. Ich glaube, ein Rahmenwerk für öffentliche Gesundheit, strategische Akteure in den Gesundheitsberufen ist wichtig. Aber jetzt, aber auch in Zukunft, weil öffentliche Gesundheit ist eine der wichtigsten Strategien, weil der Kapitalismus mit den vielen Arbeitsstunden macht die Menschen krank, weil sie so viel arbeiten und die Auswirkungen auf ihre Gesundheit, auf die Gesundheit der Familien, aber auch weil so viel Umweltverschmutzung mit Kohlenstoff und so weiter verursacht wird. Woran ich auch sehr viel in den letzten, als ich gearbeitet habe, ist die Verbindung zwischen vielen Arbeitsstunden und der Kohlenstoffverschmutzung. Und was wir festgestellt haben, wenn man weniger Arbeitsstunden im Jahr arbeitet, dann hat man weniger Verschmutzung durch Kohle. Das haben wir in allen möglichen Ländern und Bundesstaaten in den USA festgestellt. Die öffentliche Gesundheit ist wichtig. Die Gewerkschaften sind ebenso wichtig. Und hier können wir uns auch einer Lösung für ein Dilemma annähern. Wie können wir eine Bewegung haben, die für die Arbeiter eine bessere Situation schafft und die uns weg von dem Wachstumsweg bringt und weg von der Kohlenstoffindustrie. Wir brauchen auch den Fortschritt in den politischen Parteien. Nicolina hat über Gender gesprochen, feministische Frauenorganisationen sind wichtig, um gegen die ungleiche Verteilung von Arbeit anzukämpfen. Ich habe wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte noch das zweite ansprechen, mein zweites Thema ansprechen, ein ganz praktisches. Diesen 4 Tage Arbeit, 10 Tage frei, da gab es einige Fragen dazu, da könnte man auch sehr viel dazu sagen, wie alles andere ist auch das kompliziert. Aber was ich noch sagen möchte, ist, dass wir uns dafür aussprechen sollen, dass die Menschen früher in den Ruhestand gehen. Wie ist der Plan für die Menschen, die beschäftigt sind und die nicht mehr beschäftigt sind? Das ist jetzt eine wichtige Zeit, dass die älteren Menschen nicht jeden Tag zur Arbeit gehen müssen. Und wenn Menschen früher in den Ruhestand gehen dürften, würde auch die insgesamte Arbeitsleistung in der Gesellschaft reduzieren. Es ist kompliziert, wenn man das mit den Kohlenstoffemissionen verknüpft, wenn man den Menschen genauso viel zahlt. Nachher in der Rente, dann würde das jetzt nicht viel ändern, wenn man die Einnahmen, das Einkommen der Niedrigverdiener schützt, damit sie einen ordentlichen Lebensstandard haben können. Ist das ein weiterer Weg? Ich weiß, dass es in vielen europäischen Ländern jetzt schwieriger ist, weil es Druck auf die Pensionssysteme gibt und auch auf die
die Menge der Arbeiterschaft, der verfügbaren Arbeiterschaft. Vielleicht können, wie Nicolina hat erwähnt, dass unsere Regierungen sehr schnell ihre Strategien ändern konnten. Man könnte einen früheren Ruhestand schicken, anstatt daran zu denken, wie man immer mehr Menschen in Beschäftigung bringen kann oder zurück in Beschäftigung bringen kann. Vielen Dank. Danke, Juliet. Wir machen jetzt weiter mit Will. Wie? Go there. How do we achieve UBI? Können wir ein bedingungsloses Grundeinkommen und Dienstleistungen für alle erreichen? Und zwei Fragen aus dem Chat. Welche Beispiele gibt es für ein bedingungsloses Grundeinkommen und allgemeine Leistungen? Wurden die schon irgendwo umgesetzt oder werden sie jetzt im Zuge der Corona-Krise diskutiert? Und die zweite Frage ist, wann würden die Menschen sich in grünere Jobs verändern, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten? Yeah, okay. So, I guess I wasn't entirely clear about UBS. Ich glaube, ich habe mich nicht ganz genau ausgedrückt, was die Dienstleistungen für alle, das UCL published. Seven services, which should be decommodified, sieben Dienstleistungen, die entkommodifiziert werden sollen. Das ist das Wohnen, das Internet, Breitband, Zugang, Verkehr, das Gesundheitswesen, Bildung bis zum Universitätslevel hinauf und so weiter. Man kann das online nachlesen. Aber was ich am Anfang gesagt habe, ist, dass diese Dienstleistungen jetzt der Wohlfahrtsstaat 2.0 sind. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass manche dieser Dienstleistungen überall gibt. In UK haben wir freie Gesundheitsversorgung, woanders gibt es gratis Ausbildung bis zur Uni, es gibt gratis Lebensmittel in manchen Ländern. Das wird aber irgendwie stigmatisiert, wenn Lebensmittel gratis ausgegeben werden oder gratis öffentlicher Verkehr und so weiter. Also es gibt, man findet das in Europa und auch in anderen Ländern. Und die Idee hinter den Dienstleistungen für alle ist, dass es nicht so teuer ist, diese Dienstleistungen anzubieten, gratis für die Menschen. Und wir brauchen einen sozialen Vertrag, um den Ärmsten der Gesellschaft zu helfen. Und wenn es Wirtschaftskrisen gibt, dann muss man diese Gruppen unterstützen. Also Beispiele gibt es überall. Grundeinkommen, wenn man das noch nicht angeschaut hat, dann findet man Beispiele auf der ganzen Welt, nicht erst seit Covid, sondern vorher in Alaska, in Kanada. Spanien wird jetzt eine Mindesteinkommensgarantie einführen. Es gibt Experimente in Schottland mit dem Grundeinkommen. Diese Idee wird sehr oft getestet. Alle sagen, ja, wir müssen das ausprobieren, weil sie sind vorsichtig, das umzusetzen. In UK haben wir ein System, wo die Menschen bestraft werden, wenn sie nicht Arbeit suchen. Aber sie probieren immer noch verschiedene Dinge aus. Also es gibt eine ganz ungleiche Verteilung. Sie probieren verschiedene Strategien aus, aber das Grundeinkommen probieren sie jetzt nicht aus. Das trauen sie sich noch nicht. Aber diese grundlegenden Dienstleistungen für alle, da ist es ähnlich. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, zumindest ein bisschen, die Frage zur Strategie. Und hier geht es auch um die Arbeitszeitverkürzung. Partly inspired by Juliet's work, actually.
Wir glauben, dass der öffentliche Sektor für alle Veränderungen zuständig ist. Aber als Arbeitgeber könnte der Staat Standards setzen, was gute Arbeitsbedingungen sind, was ein ordentliches Einkommen sind. Er kann Arbeitsplatzprogramme schaffen. For what good work means, what und a good damit job is. Standards and then setzen, was ein guter Job ist. Würde dann die Privatwirtschaft ermutigen und auch Druck auf die Unternehmen ausüben, dem Beispiel folgen. Also man kann hier auch in Bezug der Arbeitszeit und bei den Gehältern mit einem guten Beispiel vorangehen. Also ich glaube, der öffentliche Sektor ist für diesen Wandel wirklich sehr wichtig. Und ich glaube da auch, dass die Gewerkschaften hier ganz vorn dabei sein müssen. Es reicht nicht nur dabei zu sein bei einer Gewerkschaft, sondern man muss auch aktiv werden. Man muss versuchen, die Ziele der Gewerkschaft voranzutreiben. Vor 30 Jahren hatten wir sehr schwache Gewerkschaften. Aber seit damals steigen die Mitgliedschaften wieder, vor allem junge Gewerkschaften versuchen jetzt die Richtung vorzugeben und für Dinge zu kämpfen. Also zum Beispiel die Arbeitszeitreduzierung ist eine Errungenschaft der Gewerkschaften, aber auch die Standards für gute Arbeit ist ein Thema für die Gewerkschaften. Das ist ein langweiliges Thema, aber es ist wirklich wichtig. Und einen kurzen Kommentar noch dazu. Ich glaube, dass Grundeinkommen für die Gewerkschaften ein hilfreiches Werkzeug sein kann. Es gibt Streikfonds, in verschiedenen europäischen Ländern aufgebaut werden. Und das hilft außerhalb des Arbeitsplatzes, sollte aber auch innerhalb der Firmen verwendet werden. In UK ist die Situation wirklich schlimm, was das Sozialversicherungssystem betrifft. Wenn man arbeitslos ist, hat man ein schlechteres Leben, als wenn man einen Job hat. Wir geben den Menschen einen Geschmack, wie es ist, wenn man weniger arbeitet. Ich glaube, das würde bei den Kämpfen helfen am Arbeitsplatz. Und damit bin ich auch schon fertig. So, Anna, vielen Dank. Also einerseits sagen wir alle, dass die Gewerkschaften wichtig sind. Habe ich das Gefühl, dass sie sehr verschiedene Strategien verfolgen. Dass in Österreich die großen Gewerkschaften alle an einem Strang ziehen. Und die Frage in the chat, which said, what about cutting up the cake differently? So was wäre es, wenn wir den Kuchen unterschiedlich verteilen, dass einfach die Arbeiter einen größeren Anteil kriegen? Vielen Dank. Wenn Sie die Welt verändern wollen, glaube ich, ist es nicht so sehr eine Diskussion der verschiedenen Konzepte oder der Inhalte. Ich glaube, wir sind hier alle auf derselben Seite, sondern es ist einfach eine Frage der Macht. Was die Macht betrifft, würde ich sagen, gibt es verschiedene Niveaus. Wir müssen darüber sprechen, wie wir die Macht zurückbekommen und auf die richtige Seite der Gesellschaft bringen. Denn was derzeit passiert ist, dass Ideen auf der Rechte, also politische rechte Strömungen versuchen auch während der Zeiten von Covid mehr Einfluss zu bekommen und alle Probleme, die wir vorhin schon genannt haben, nehmen sogar zu und sind noch stärker, als sie vor der Corona-Krise waren. Wenn wir jetzt also über Macht sprechen, sollten wir uns darauf konzentrieren, auf eine mittel- bis linkspolitische Bewegung. Wie können wir auf Firmenebene die Macht zurückgewinnen? Wie können wir sie in Schulen und Universitäten zurückbekommen?
educating points und an allen Stellen der Bildung and regain und wie können wir die Macht zurückbekommen bei der Politik, bei den Entscheidungsträgern. Ich war für viele Jahre, also seit vielen Jahren bin ich eine Aktivistin und habe mehr als 12 Jahre bei den Gewerkschaften aktiv mitgearbeitet und wir immer gut beim Produzieren von Inhalten und haben Schriften verfasst und über Arbeit gestritten. Aber das ist derzeit nicht der Punkt, sondern der Punkt derzeit ist, dass wie bekommen wir die Leute dazu, dass sie sich engagieren. Ja. Be angry wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie verärgerlich werden und wie kriegen wir sie dazu, dass sie darum kämpfen, einen Teil der Macht zurückzubekommen? Wir sind natürlich einerseits Teil des Problems und andererseits Teil der Lösung. Wir haben über die letzten zwei Jahre sehr viel gelernt, denn es beginnt mit den Worten, die wir verwenden. Es beginnt damit, wie wir versuchen, die Inhalte auf Wirtschaftslevel zu bekommen, denn wir sprechen sehr viel darüber, in einer sehr gehobenen Sprache, soll ich das sagen. Das heißt, wir reden nicht mehr über Emotionen, wir reden nur mehr über Theorien. Und die Leute sagen uns das und wir wissen es, wir funktionieren nicht auf logische und bedachte Weise, sondern wir sind menschliche Wesen und derzeit werden diese Emotionen nicht mit Lerntheorien angesprochen. Das heißt, wir sind einfach noch nicht gut, darüber zu sprechen. Ich glaube, niemand von uns kann wirklich gut über Emotionen sprechen. Und alle Diskussionen, die derzeit vonstatten gehen, auf der linken Seite oder bei den Linksbewegungen, das ist einmal ein Punkt. Wir müssen zuerst mal hier verbessern. Und dann müssen wir viel mehr zusammenarbeiten über Strategien und weniger an Inhalten. Also, als erstes müssen wir Macht und Einfluss zurückgewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Für die Gewerkschaften ist es eine Herausforderung, die Teilnehmer zu aktivieren auf Firmenebene, zumindest in Österreich. Denn wir haben ein sehr gutes System. Also, sie sind sehr gut vertreten, die Arbeiter. Es gibt Councils, es gibt Gremien, die zwischen Management und den Arbeitern stehen. Und diese Gremien sind gut implementiert und derzeit versuchen wir in einigen Projekten, die nicht in diesem Zwischenlevel zu halten, sondern zu realisieren, dass wir wieder die Methoden verbessern müssen, dass die Leute mehr mitarbeiten. Dass es nicht nur Sprecher sind, sondern dass sie die Leute wieder repräsentieren und nicht Mediatoren zwischen den Arbeitgebern und Dienstnehmern. Das ist sehr wichtig. Natürlich brauchen wir viele kleine Schritte und nicht einen riesigen Sprung. Viele kleine Pilotprojekte, wo wir an der Transformation und am Übergang arbeiten, einerseits direkt am Arbeitsplatz. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir auch mutig sein müssen, denn es ist in Wirklichkeit ein Kampf. Und kämpfen ist nicht leicht. Und schon gar nicht auf der Ebene der Betriebe, weil die Leute immer Angst haben, ihren Job zu verlieren. Und derzeit konzentrieren wir uns darauf, dass wir bei der Lauda Motion Air arbeiten natürlich die Angestellten, die Stewardessen für ihre Arbeitsplätze. Und man hat ihnen ein Gehalt angeboten, das unter dem Mindesteinkommen liegt, nur damit sie ihre Arbeitsplätze behalten. Also jetzt versuchen wir da natürlich Teilnahme und zu organisieren und die Angestellten sind immer noch skeptisch, denn sie verstehen, dass der Arbeitsmarkt im Moment sehr unfair ist und sie versuchen, manche wirklich wenig verdienen, also viel weniger als alle anderen. Also ein Pilot verdient 8.000 Euro, das ist sehr viel Geld, aber er kann davon eben leben. Er kann eben seine Kinder an teure Schulen schicken und er hat wahrscheinlich ein Haus, das
dass er einen Kredit zahlen muss und so weiter. Also das sind so die Grundprobleme, die wir beim Übergangsprozess sehen. Was kann ein gutes Angebot sein, dass die Leute hier auf den Zug aufspringen und ihre Arbeit verändern? Und ganz ehrlich, im Moment, wenn die Firmen nicht gewillt sind, mit uns zu kooperieren, und derzeit sieht es eben leider danach aus, dann sind all diese Mechanismen, die wir kennen in Österreich und die in letzter Zeit auch verwendet wurden, als wir zum Beispiel zur EU beigetreten sind, ich suche gerade den englischen Ausdruck, hatten die Firma und der Staat zusammen Geld ausgegeben, damit die Transformation möglich wird. Nein, das Wort, das ich suche, ist nicht Public-Private Partnership, sondern ist eine Art, eine Geldanlage, wo eben Geld eingezahlt wird, eine Stiftung, die da finanzieren soll, die Leute umzuschulen und sie abzusichern. Also ein Teil ist es, dass gewisse Dinge, die in der Vergangenheit funktioniert haben, an die können wir uns erinnern. Aber der wichtigere Punkt ist derzeit, wie können wir die Leute wieder dazu bringen, mutig zu werden und kämpfen für eine Welt, in der wir eben nicht Probleme an den Händen haben wie Umweltprobleme oder wo die Menschen oder Tierleben bedrohen. Vielen Dank. Anna. Jetzt nochmal zu Nicolina. Wie du gesagt hast, Nicolina, dass die demokratische Planung essentiell wäre, dann würde ich dich bitten, hier ein bisschen genauer darauf einzugehen, wie können wir das schaffen, wie können wir das umsetzen, denn derzeit passiert eigentlich eher das Gegenteil. Möchte das beantworten, aber zuerst muss ich nochmal die Strategien für die Reduktion der Arbeitszeit besprechen. Es ist sehr wichtig, das ist einfach, nachdem alles schon fast angesprochen wurde. Also wenn wir um die Arbeitszeitverkürzung sprechen, war das ehrlich gesagt ein Ergebnis des Kampfes nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war eine sehr stark organisierte Arbeiterklasse, also die reduzierte Arbeitszeit, 40-Stunden-Woche zum Beispiel. Denn davor hatten wir 100 Jahre gebraucht, um uns so zu organisieren, dass die Gewerkschaften so viel Unterstützung hatten. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir wo es eben gewisse Vorbehalte gibt. Es ist eben die Frage, bis zu welchem Ausmaß ist die Reduktion Arbeitszeit eine Strategie, die auch im globalen Süden angewandt werden kann. Und wir haben schon hier im Zusammenhang mit den Arbeitsmärkten, in dem ein großer Teil der Weltbevölkerung extrem lange Arbeitszeiten hat oder in dem sie in Kurzarbeit ist oder Teilzeitarbeit. Und das betrifft vor allem wieder einmal die Frauen. Es ist natürlich auch am Globus oder auf der Weltkugel ungleich verteilt. Wenn wir die Beschäftigung stärken, dass sie in eine Position kommen, darüber nachzudenken, wie man die Stunden der Arbeitswoche reduzieren kann, dann denke ich, wäre es sehr vorteilhaft. Und es war auch ein Vorschlag, dass die Arbeitskooperative Bewegung gemacht hat.
war jener Fabriken, wo die Reduktion der Arbeit let's say that workers have already occupied also sprich, die Arbeiter haben die Firma besetzt und haben die Produktion übernommen und dann waren die ersten Hindernisse die große Unterschied, wie qualifiziert die Angestellten sind, die Arbeiter. Also manche, für manche ist es leicht, woanders Arbeit zu finden. Normalerweise in solchen Fällen the process of becoming self-managed worker, wenn man ein sich selbst managt, dann ist das sehr anstrengend und vor allem das braucht auch auf der einen Seite sehr viel Mut, so wie Anna gerade gesagt hat. Denn es gibt natürlich gewisse Fähigkeiten, die man braucht, um den Arbeitsplatz zu organisieren, Buchhaltung, Marketing und so weiter. Also wenn man jetzt das wieder verstaatlicht, Entschuldigung, wenn man das den Arbeitern übergibt, dann haben sie nicht viel Zeit, um diese Fähigkeiten zu entwickeln, denn auf der einen Seite müssen sie sofort die Produktivität erhöhen. Und eine Lösung für dieses Problem könnte sein, indem man eben die traditionellen Arbeitstage reduziert. Und das wäre notwendig, damit man lernen kann, wie man die Produktion leiten kann. Und bezüglich dem demokratischen Planungswesen würde ich sagen, in den Kooperativen und Managementmodellen gibt es ein paar Beispiele auf der Welt, vor allem in Südamerika und mit einigen Mittelmeerländern und baltischen Staaten ist das ein ganz großes Problem. Denn eben wenn die Angestellten ihre eigene Firma leiten, eines zum Beispiel ist eben die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten während des Prozesses und da gibt es eben ganz viele Hindernisse. Zuerst einmal von sehr schlimmen Rahmenbedingungen für Kooperativen. Gibt es keine stabile Finanzierung, Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man andere Businessmodelle entwickelt. Daher müssen wir eben zuerst Strategien finden, um eine stabile Finanzierung zu finden. Dann brauchen wir auch gewisse Mechanismen innerhalb der Arbeitsplätze, welchen es den Angestellten erlaubt, die auch die Aktien innehaben und auch ihre Aktien besitzen, dass sie ein gewisses Niveau der demokratischen Entscheidungsfindung aufrechterhalten. Um dieses demokratische Planung machen zu können, sei es im öffentlichen Sektor oder am Arbeitsplatz, dann müssen wir zurückgehen und darüber nachdenken, wie Arbeit organisiert ist und Strategien dafür entwickeln. Ich glaube, dass die Arbeiterbewegung immer Schwierigkeiten hatte, because the level of the unionization rate is very low. Denn es ist sehr schwierig, das Bildungsniveau zu vereinheitlichen. Und da eben kann man nicht die gut gebildeten Arbeiter und jene, die keine Ausbildung haben, in einen Topf werfen. Also wir können zwar den Protest, wir könnten da schon ein bisschen Schwung gebrauchen, aber dazu braucht es eben den Mut und dazu muss man sie langfristig einmal mobilisieren. Vielen Dank. Nicolina, die Zeit läuft. Vielleicht kannst du noch eine Runde mit Fragen geben seitens der Zuhörer. Es ist wirklich dass ein paar schon im Chat Kommentare geschrieben haben. Also es ist eine sehr lebhafte Diskussion derzeit. Und wir machen mit Will weiter.
a little bit confused with who's gonna be next. Well, in your final statement, I would like to. Deinem Abschlussstatement möchte ich fragen, weil du vorher sehr viele Experimente mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, aber gleichzeitig wurde es noch nicht auf breiter Basis eingeführt. Was sind die Hindernisse dafür? Im Zusammenhang dazu eine weitergefasste Frage: Wie kann man Veränderungen erreichen, wenn Regierungen immer noch auf Wachstum fixiert sind? Das ist eine wirklich eine große Frage, die zweite. Die erste Frage, ich habe Umfragen in anderen Ländern nicht gesehen, weil jetzt nicht so viel tut gerade, dass man genug damit zu tun hat, in seinem eigenen Silo zu bleiben. In UK gibt es sehr viel Unterstützung für eine Systemveränderung. Hindernisse können vielerlei sein, aber die Menschen in meinem Land sind sehr für Veränderungen. Hier ist viel Unterstützung gegeben. Das Wohlfahrtssystem hat sich als unzureichend erwiesen. Ich habe das schon öfters gesagt. Es ist so bürokratisch, man muss so viele Dinge tun, das System kollabiert. Es macht jetzt keinen Sinn, und auch für die Klimakrise, wenn man sich das überlegt. Und wenn Sie einen Arbeitsplatz suchen, dann kriegt man keinen, dieses Grundeinkommen nicht. Also es ist teilweise der öffentliche Druck. Es gibt sehr viel Unterstützung für eine Systemveränderung. Ich habe gesehen, dass die Zustimmung für ein Grundeinkommen sehr stark gestiegen ist. Wenn nur wenige Leute das soziale Gesundheitssystem, Sozialversicherung nutzen, dann ist es einfach, dass man über Veränderungen spricht und dass die Politiker von Parasiten und so sprechen. Aber wenn wir jetzt sehen, dass ganz viele von uns das System brauchen, die Sozialleistungen brauchen, dann ist es nicht menschlich, wenn man den Menschen so wenig gibt, was unterhalb der Armutsgrenze liegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es eine große Wirtschaftskrise. Die Soldaten sind aus dem Krieg zurückgekommen. Natürlich konnte man sie nicht einfach arbeitslos lassen. Man brauchte eine Sozialversicherung. Das ist ein Teil der Sozialversicherung. Aber es ist auch eine wichtige Rolle, für die Gewerkschaften jetzt spielen müssen. In UK zum Beispiel hat man dieses Sozialversicherungssystem geschaffen nach dem Krieg. Und ich sage, dass wir das jetzt wieder so ähnlich machen sollen. Aber wir suchen, wie wir Menschen, die keinen Job haben, unterstützen können. Fairly low participation rates in trade unions, but as a way of getting engaged in people's lives, eher weniger Beteiligung an den Gewerkschaften. Fehlt hier an Kommunikation, aber das wäre gut, hier initiativ zu werden. Es gibt so große Disruptionen derzeit in der Wirtschaft. Also ich habe jetzt nichts dazu gesagt, wie man die Staaten von einem Wachstumskurs abbringen kann. Ich lasse das jetzt für jemanden anderen. Alles andere können wir vielleicht in der Kaffeepause dann beantworten. Es steht auch vieles in dem Bericht über das bedingungslose Grundeinkommen. Ich möchte noch eine Frage an dich stellen, die schon ganz früh im Chat gepostet wurde. Es ist eine wichtige Frage für die Degrowth-Gemeinde, weil du hast viel über Produktivitätsgewinne gesprochen, dass das etwas Gutes ist. Und es wäre nicht gut, wenn man sich auf eine Produktivitätsreduktion konzentrieren würde.
phase out of fossil fuels. Wenn wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen müssen, dann bräuchte man weniger Produktivität. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil das eine sehr arbeitskräfteintensive und energieintensive Branche ist. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Ja, das ist ein guter Punkt. I think that in a way it makes the point about other kinds of productivity being good even stronger, which is that das argumentiert, dass die Produktivität in anderer Weise, dass das Argument hier noch stärker ist. Es gibt Frage der technologischen Fortschritte, die die Produktivität dramatisch erhöhen, könnte nämlich die Produktivität der erneuerbaren Energien und nicht nur jetzt, wo wir immer noch viele fossile Brennstoffe für die Schaffung von erneuerbaren Energien nutzen, sondern in der Zukunft. Und das brauchen wir unbedingt. Aber die Landwirtschaft ist ein ganz wichtiger Punkt, wo die Bewegung weg von den fossilen Brennstoffen viel mehr Arbeitskräfte erfordern wird, wirklich arbeitskräfteintensive Landwirtschaft. Wenn wir ökologischen Wiederaufbau hernehmen, all das ist sehr arbeitskräfteintensiv im Moment. Aber es muss uns klar sein, was ich ökologisches Wissen nenne oder wissensintensive ökologische Arbeit. Ecological knowledge to als Beispiel, wie wir ökologisches Wissen verwenden können, dass wir weniger Arbeitskräfte in den landwirtschaftlichen Sektor brauchen würden. Was ich sagen möchte, wenn wir mehr Arbeiter in der Landwirtschaft haben, dann würde das bedeuten, dass wir auch nicht landwirtschaftliche Produkte mit weniger Arbeitskräften produzieren können. Ich möchte noch eines zur Produktivität sagen. Irgendjemand hat Tim Jacksons Werk erwähnt. Es ist viel seiner Kritik an der Produktivität bezieht sich auf Beschleunigung. Echte Produktiv bedeutet aber, dass man allem den ganzen menschlichen Input dem Output gegenüberstellt. Also wenn man die Produktivität beschleunigt, dann hat man nicht mehr Produktivität. Das war eines meiner ersten Themen, zu denen ich publiziert habe nach der Uni, dass der Unterschied measured inputs. So if the firm gemessenen pays an Input, hour for labor, also but gets more wenn effort out of the worker, eine Stunde Arbeit bezahlt, aber mehr Leistung des Mitarbeiters bekommt, dann sieht es aus, als ob das eine höhere Leistung wäre, aber das ist einfach mehr Input, mehr Arbeit des Mitarbeiters. Also es ist wirklich wichtig, für eine gut funktionierende Gesellschaft. Wir haben viele ernste Probleme, die wir lösen müssen. Wir werden nicht sagen, nein, wir werden ohnehin bessere Technologien haben. Das brauchen wir jetzt gar nicht versuchen. Ich glaube, wir müssen wirklich über Produktivität in diesem gleichen System nachdenken, wo wir die anderen Dinge ansprechen. Es muss gerecht sein, menschlich, resilient, sicher, alle diese Werte, die wir für die Wirtschaft wollen, natürlich auch ökologisch nachhaltig und auch die Umwelt wiederherstellt. So eine Wirtschaft möchten wir aufbauen und für die tritt Degrowth ein. Genau das alles muss man auch auf die Technologie und auf Produktivität anwenden. Also ich sage jetzt nicht einfach, lassen wir die Roboter und die künstliche Intelligenz nur arbeiten und wirken. Nein, ich will nur sagen, die Technologie ist nichts anderes als das
was wir uns sonst kümmern. Es muss auch demokratisch kontrolliert sein. Wir brauchen Technologie auch bei den Dienstleistungen für die Menschen. Und wir brauchen keine Gewinne, die den Menschen dienlich sind. Eines, was ich noch erwähnen möchte, ist die informelle Ökonomie. Wir müssen einen Unterschied machen zwischen Menschen, die viele Stunden arbeiten, aber nicht dafür bezahlt werden. Das ist die informelle Ökonomie. Das ist focusing on. Thank you very much, Juliette. We vielen Dank, Juliette. Wir kommen jetzt zu Nicolina. Und ich darf dich bitten, dich kurz zu halten. Ich möchte dir noch eine letzte Frage stellen, weil du über die Organisation von Arbeitskräften als das Wichtigste bezeichnet hast. Hast du ein Beispiel dafür, was war das inspirierendste Beispiel für die Organisation von Arbeitern in den letzten Jahren oder Monaten, an das dir einfällt? Was könnte ein Musterbeispiel sein dafür? Ich weiß nicht, soll ich mich jetzt auf Kroatien beziehen oder Europa? Oder? Okay, I would like to mention trade unions in the education sector, which Gewerkschaften im Bildungswesen, haben gestreikt für würdige Arbeitsbedingungen in Kroatien. Dieser Streik hat länger als einen Monat gedauert. Hat es seit der kroatischen Unabhängigkeit nicht mehr gegeben oder in den frühen 1990er Jahren, als die Eisenbahner bessere Löhne forderten und auch eine demokratischere Mitsprache in der Branche forderten, die sehr stark klientelbezogen war. Es ist bemerkenswert, dass obwohl wir nur eine geringe Gewerkschaftsmitgliedschaft haben, dass die Positionen der Gewerkschaften trotzdem gestärkt werden sollen und versuchen, die Menschen im öffentlichen Sektor stärker in die Gewerkschaften zu bekommen. Vor allem auch die Eisenbahner, die kämpfen in Frankreich gegen Macrons Idee. Die Züge zu privatisieren. Und ich glaube, es geht auch darum, dass sie sie nicht privatisiert haben. Und das hat etwas damit zu tun, dass Frankreich die Züge in mobile Krankenhäuser umgewandelt hat, jetzt in der Corona-Krise, um die wichtigsten Dienstleistungen anbieten zu können. Well, yes, gig workers as well. I think that gig workers are very interesting to follow right now. Gig workers sind auch ein interessantes Thema. Vor allem die, die Lebensmittel ausführen, ausliefern, die versuchen, sich zu organisieren. Und das ist schwieriger, als wenn man eine Vertretung hat am Arbeitsplatz. Thank you very much, vielen Dank, Nicolina. We move on to the last, wir kommen jetzt zur letzten Anna. Frage und Antwort an Anna. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen, was aus deiner Sicht die wichtigsten Schritte für die Entwicklung von Allianzen zwischen Big Growth und der Umweltbewegung und den Gewerkschaften wären? Und siehst du irgendwelche Fortschritte hier? Yeah, thank you. Yes, sure. I see progress. I mean, we're ja, ich sehe Fortschritt. Ja, wir besprechen, wir diskutieren. Das ist gut. Und viele Menschen hören uns zu. Vielen Dank, dass Sie uns alle zuhören. Ich glaube, ja, wir sind gerade mittendrin. Wir versuchen, wir probieren Kooperationen aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen
Sichtweisen, und das ist gut. Als Gewerkschaften arbeiten wir seit etwa einem Jahr mit vielen verschiedenen NGOs zusammen, die auch unterschiedliche Sichtweisen haben. Eine war aktiv im Umweltbereich und wir wollten neuen Input bekommen, inhaltlich neuen Input. Und was WIDA betrifft, meine Gewerkschaft, wir möchten jetzt einen Schritt weitergehen. Wir haben viele Netzwerke, die seit Jahren schon funktionieren, aber wir haben viele Inhalte produziert, es wurde viel diskutiert über Ausdrücke, über Punkt und Beistrich. Und im nächsten Schritt möchten wir Dinge ausprobieren in diesen Netzwerken und diesen Kooperationen. Wir versuchen also im Moment on a COVID-19 strategy. Wir arbeiten an einer Corona-Strategie, dass wir Dinge in der Öffentlichkeit zusammenspüren. Wir brauchen Bewusstsein in der Öffentlichkeit, zumindest in den nördlichen Ländern hier. Wie können wir unsere Argumente am besten zugänglich machen für eine breitere Öffentlichkeit. Manche Medien uns sogar feindlich gegenüberstellen. Also daran arbeiten wir jetzt, dass wir unsere Netzwerke intensiver für strategische Fragen nutzen, dass wir mehr aufklären, mehr informieren und mehr Ressourcen austauschen. Es gibt sehr viele Inhalte in den Netzwerken und die sind, es ist aber mit den Mediennetzwerken nicht verbunden oder mit den Kommunikationsnetzwerken. Es gibt Leute, die wirklich tollen Content schaffen, die gute Dinge schreiben, die aber nicht mit den Medienexperten irgendwie zusammenarbeiten, die das reproduzieren können, sodass die Medien das dann auch verwerten können. Daran arbeiten wir im Moment, aber es ist wirklich schwer, ganz ehrlich gesagt. Wir kämpfen auf Unternehmensebene schon, zum Beispiel der Konflikt zwischen Laudamotion und Ryanair ist einfach so ein großer Thema. Wenn wir alle diese Mitarbeiter verlieren als Mitglieder, das wäre ein großer Verlust. Wir versuchen hier ein Einkommen zu erzielen, das über der Armutsgrenze liegt. Also das sind Kämpfe, die sehr viel Energie brauchen im Moment. Und das müssen wir auch berücksichtigen, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist eine Energie und das ist ein Thema, mit dem sich sonst keine Organisation befasst. Was jetzt wichtig ist, und ich glaube, da stimmen wir alle überein, dass wir in den öffentlichen Sektor jetzt investieren müssen. Es muss sehr viel Geld in die Hand genommen werden, in die allgemeinen Dienstleistungen, die für alle zugänglich sein müssen. Und das war schon ist ein Schwerpunkt, welche langfristigen Auswirkungen das für die Natur hat. Man braucht klare Entscheidungen derjenigen an der Macht. Aus der Sicht der Degrowth-Bewegung, wenn wir jetzt die Luftfahrtindustrie hernehmen, dann brauchen wir eine klare Entscheidung, in welche Richtung Österreich gehen möchte. Und dann wäre es leichter, Lösungen zu finden und Möglichkeiten für eine Veränderung der Branche zu finden. Aber es ist immer so ein Herumlavieren und nicht wirklich sagen, wohin die Reise gehen soll. Also daran arbeiten wir im Moment. Kollektivvertragsverhandlungen, hier gab es auch eine Frage, wie kann man den Kuchen größer machen? Ja, wir versuchen auch daran zu arbeiten, aber das wird ein harter Kampf.
weil die Unternehmen eben auf der ganzen Welt jetzt Probleme haben. Und das ist dann ein Umfeld, das für uns schwieriger ist und den Anteil am Kuchen größer zu machen. Vielen Dank, Anna. Ich möchte mich jetzt bei allen Teilnehmern bedanken. Ich danke dem Publikum für die vielen guten Fragen und leider konnten wir nicht alle beantworten. Ich konnte leider auch die Zeit nicht ganz einhalten. Haliki hat jetzt den Link gepostet im Chat, wo wir die Diskussion fortsetzen können. Hier kann die virtuelle Kaffeepause genutzt werden für eine weitere Diskussion. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Organisation. Ja, danke.